Und ab dafür. Wie sieht's denn aus bei ihr? 69 jetzt. Ach Gott, das kann ja noch weiter werden. So lang dauert es noch. Wow. Wie sieht's bei Fina mit der Waffentechnik? Oh Gott. Oh Gott, ich lass es. Das lohnt sich doch vor der Tür. Meine Fresse. Irgendwann werde ich vielleicht auch mal diese Peitschentechnik haben, aber erstmal nicht so. Ach Gottchen. Hm? Ja, ich dachte gerade, hä, 10 und 12, die Stufen hat sie doch, aber falsch rum. Aha. Tja, Mist. Ich glaube, ich weiß, was zu fehlt. Klugheit. Keine ihrer Waffen gibt Klugheit und keins ihrer Elemente gibt Klugheit. Und sie hat trotzdem 43. Ich meine, Fina hat für jedes Peitschen-Level-Up, das sie gemacht hat, 2 Klugheit extra bekommen. Und für jedes Feuer-Level, das sie gemacht hat. Ich weiß, sie ist aber beide mit ein bisschen was gestartet, ich glaube 4 oder 3 jeweils. Aber trotzdem, Sue hat ganz schön viel Klugheit. Ja, und Justin hat durch sein Schwert-Level-Up welche bekommen. Durch die paar. Wir könnten aber irgendwann mal die Zeit investieren und hier den Beben noch ein bisschen hochbringen. Durch dieses Grünzeug kann man nicht durchlaufen, das ist ja richtig blöd. Das heißt auch, wenn man es nicht sieht, sind das hier getrennte Wege. Ach Gottchen. Was soll denn sowas? Das sieht, ich glaube, ja, hier geht's weiter. Ich will auch noch nicht weiter. Ich will erst alles durchsuchen. Und hier sind das andere zwei jetzt nur leere Sackgassen, einfach nur um mich zu ärgern. Wie viele Wege gibt's? Mindestens einen. Guck mal. Das sah nach etwas aus, das sich gelohnt hat. Rote Kristalle können Mana-Eier sein. Hab ich schon erlebt. Ja, Mana, ja, oh mein Gott, neue Elemente. Hey, komm, im letzten Mal schon hatten wir keins. Wo bin ich? Ach ja, so. Ja. Ja, ja, Sounds in alten Spielen, immer wieder witzig. Und ihr Scheißkäfer resistet mal wieder, ich wusste es. Ich will gleich mal was testen. Du machst den. Und Justin. Ach verdammt. Kann er nicht. Schade. Ich wollte gucken, ob die selbst sowas wie dem Verteidigung runter widerstehen, aber Verteidigung runter hat nur zu. Fällt mir gerade an. Oh Gott. Ja, ich weiß, dass ich keine Schadenszauber gerade habe. Ich glaube, ich knister gleich die beiden Käfer weg oder so. So. Du heilst. Nee, ich weiß, wie ich es mache. Dauert zwar wieder ein bisschen, aber hey. Ist maximal effizient. Wäre maximal effizient, hätten sie nicht zugelähmt. Ich wollte nämlich mit dem Heuler die beiden Käfer wegräumen. Scheiß Käfer. Warum hast du die Schlange? Das schwebt doch so ein blöder Käfer direkt neben. Und ich habe das ja wohl gesehen, dass da unten wieder eine Schlange ihren Lähmungssaft fort. Die gerade zu dem Kopf vorstreckt.
Und Jesus. Ich hab grad ne Idee. Das hier zählt ja als Technik. Vielleicht sind die Käfer dagegen nicht immun. Wäre möglich. Ganz großes Kino. Oh Mann. Ja, was hat der jetzt vor? Der blöde Käfer da. Flügel so nah. Lass mich kurz nachdenken. Ich glaube, nö. So. Ich lass mich. Das Final lässt sich nicht so einfach lernen. Oh Gott, 20 Schaden, ist es euer Ernst. Die Frau kann ja gar nichts. Und das ist noch nicht ausgedrückt. Ich mag die Animation. Zudem in Grandia 2 mache ich sie noch mehr, aber hey. Oh, yes, ist endlich. Ich werde übrigens, ja, vielleicht, ich habe neulich, vielleicht habt ihr es mitbekommen, einen Teststream gemacht, wo ich jede Menge Spiele auf PS2, auf meinem mit dem neuen PS2-Emulator getestet habe, mit einer neuen Version davon. Und das hat ergeben, dass ich Grandia 2 wohl in der Tat als nächstes spielen kann, wenn ich möchte. Oh, das sieht so aus wie Mana, ja. Nein, schade. Schutz vor Lähmung. Okay, ich weiß, wer es kriegt. So. Ja, ich weiß nicht, irgendwie ist so die einzige schlechte Lähmung abkriegt und ich finde, da kann sie sowas gut brauchen. Ja, das SP-Heiling, das braucht sie jetzt nicht mehr. Das habe ich nur gebraucht, als ich irgendwo gelevelt habe und sie, es ist einfach sehr praktisch, weil da habe ich ja mit dem Rara immer geheilt, mit dem Anfeuern. Das war immer ganz schön, wenn man das dann schneller wieder her, wie die SP schneller wieder drin hatte. Jetzt technen wir ja eh kaum. Zaubern nur. Unsere Zauberpunkte heilen sich eh nicht und das können wir also ganz getrost lassen. Das war. Wow, was geht? Was ist denn hier los? Wen hat es denn hier zerrissen? Und was ist das? Wieder Lähmungstrank. Schön. Peitsche! Boah, meine Güte, was ist hier los? Mit den Nebelmonstern. Okay, wenn das kein Hinweis ist. Kleine Stiefel. Und die schön stark. Ha! Ich bin so gut. Das war zugegeben ein richtig gutes Versteck. Schutz gegen alle Zauber. Also, plus ein Schutz ist ein bisschen Resistenz gegen alle Zauber. Erhöht IP bei einem Freund. Dauerhaft. Was sind IP? Ich habe keine Ahnung. Geld! Oh, und ich muss mal ganz klar sagen, dass mich das Grün da ganz stark an Dinge erinnert. Man nur im Kampf verwenden. Okay. Mir das ganz stark an irgendwas von wegen Geisterstein erinnert. Und es summt.
Boah, es ist gruselig. Kein böser Endboss. Kein Wächter. Ist ja fast langweilig. Und den ganzen Weg zurück. Okay, das ist noch langweiliger. Entschuldigung, hat er was im Auge. Der Weg hoch kam mir länger vor. Da bin ich ganz ehrlich. Wahrscheinlich, weil da Gegner da waren. Das war ja mal zügig. Gut, egal. Ab dafür. Ich will hier weg. Jetzt kommen wir wieder. Das ganze Dorf ist niedergebrannt von dieser Scheißarmee. Das ist ja doch was. Gut. Hab mir den Schöpfer an die Wand gemalt. Haha. Ältester, ältester, ältester. Da. Guck, wir haben einen ganz tollen Nektar. Dein Gott mag uns. Muss ich jetzt das Item verwenden oder so? Dennoch, hat er gerade dennoch gesagt? Erzähl eine lange Geschichte. Wir lesen gerne. Glorreiche Welt kennen wir schon. Okay, also machen wir es mal ganz knapp. Das Ende der Welt soll einfach nur diese Seite der Welt von irgendwelchen bösen Leuten auf der anderen Seite abtrennen. Cool. Oh, nee, sorry, wir sind auf der bösen Seite. Hoppla. Fast. Abenteurer vor langer Zeit, die auch zum Ende der Welt wollten. Warum habe ich da so ein Gefühl, dass ich weiß, wer das war? Nur ein ganz kleines Bauchgefühl. Wo war Rems Haus? Ach genau, Rems Haus war so ein verziertes. Es war größer und verzierter. Und ich will speichern. Wo ist der Speicherpunkt? Na, ich werde wahnsinnig in diesem Kaff. Ernsthaft? Nein, das war's nicht. Das war's auch nicht. Das hier. Hier war's.